Hallo und willkommen zum nächsten Teil von unserem Let's Play. Ja, wir sind glaube ich schon im fünften Teil vom Let's Play. Also ganze 5 Stunden, stimmt das? Na gut, Spielstand ist sogar schon bei 8 Stunden. Ich habe ab und zu natürlich ein bisschen vorbereitet und ein bisschen eingeloggt, um was zu machen hier auf dem, auf meinem zweiten Account extra hier für YouTube. Ja, das letzte Mal muss ich ein bisschen was korrigieren. Ich habe es natürlich im Video auch eingefügt gehabt, wegen dem Ärztenverkauf. Ich habe mich da einfach nur verklickt. Das mache ich irgendwie immer wieder. Ich wollte nach dem Pure-Material sozusagen suchen, also nach dem reinen Produkt hinterher, dem veredelten Erz, und das geht eh nicht so gut, glaube ich. Und da hat man natürlich ganz andere Preissachen. Aber die Erze werden weiterhin auch von Bots verkauft. Ich hatte es nur so im Hinterkopf, weil bei Markt 6, da sind die schon ziemlich weit unten, glaube ich, die Anfragen von Bots. Da weiß man noch nicht, ob die das wieder auffüllen, ob Novakvork diese Bots-Anfragen auffüllt. Aber es gibt noch jede Menge andere Märkte, die dann immer noch ganz, ganz, ganz viele Millionen vom Erz einkaufen. Was Erz angeht, ja, müssen wir ein bisschen aufsammeln. Aber bevor wir das, glaube ich, machen, ich zeige euch mal, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, was ihr nicht gesehen habt. Ich habe leider, das hat zeitlich nicht ganz gepasst, sonst hätten wir noch einen Step weitermachen können heute. Na, ihr seht ja schon, unsere Maschine hier, unser Fließband läuft wieder. Und zwar wird ja jetzt gerade die Metallindustrie gebaut. Ne? Ich habe übrigens auch gestern noch einen Guide aufgenommen, wie man startet, so Step by Step, über einen Hauptaccount. Da habe ich die ganze Fabrik nochmal abgebaut und Stück für Stück aufgebaut. Geht auch ziemlich lange, ist kein, an sich kein Let's Play, ist aber komplett, mal für euch zu zeigen, wie das halt richtig funktionieren kann, ne, wenn man das halt Stück für Stück dann eben aufbaut und ja, was man sich für Ziele setzen kann, so wenn man gerade nicht weiß, was man überhaupt machen soll. Für mich ist es halt, oder für die meisten Veteranen ist es kein großes Problem, sich zurechtzufinden, wie man startet, aber viele Neulinge haben immer wieder gefragt, was mache ich denn als nächstes, die wussten es nicht. Und dafür habe ich dann einen Extended Guide sozusagen gemacht. Den muss ich aber noch bearbeiten, ich komme gerade nicht dazu. Ich streame auch ein bisschen viel, muss mal gucken, was ein bisschen so bisschen balancen noch, ne, da das gut passt. Aber kommen wir zum Let's Play. Wie gesagt, hier machen wir die Metallindustrie und ich habe natürlich ein bisschen was fertig gemacht vorher. Das ist hier oben ein Behälter. Und zwar haben wir jetzt 4 Veredler fertig, selbst gecraftet. Also nicht gekauft, wirklich selbst gecraftet. Wie gesagt, ich nur mit dem Account tue ich keine Deals irgendwie machen, dass ich irgendwie Spenden bekomme oder von meinem Hauptaccount was bekomme. Das ist nur ein Log-Bonus. Ab und zu habe ich mal eine Challenge gemacht, jetzt nicht wirklich viel. Also da kommt jetzt nicht viel ran. Und ich habe das immer ein bisschen idle, ne? Also man sieht auch schon hier, ich habe immer so ein paar Sachen in den Nanocrafter geworfen. Also immer, wenn ich mich eingeloggt habe, habe ich mir immer noch ein paar Erze schon mal verarbeitet. Deswegen haben wir jetzt gerade noch nicht mehr so viel. Dafür sehr viel Reinmaterial, ne? Habe ich alles über Nanocrafter gemacht, während ich sozusagen offline war. Aber wir wollen das mit den Nanocrafter, wollen wir jetzt einmal schon mal so ein bisschen, ja, ich sag mal so, überbrücken. Dass wir nicht immer hier reingehen müssen. Und dafür habe ich dann diese Maschinen gemacht, also für Edler und die Schmelzen. Nur ich möchte es hier nicht ganz so blöd machen, dass ich einfach die Sachen hinstelle, glaube ich. Und ich möchte mit euch hier irgendwie ein bisschen was voxeln. Voxelmaterial habe ich aber nur relativ wenig. Und dann gucken wir mal, welches Material haben wir denn relativ viel. Ja, Silizium, das sieht immer doof aus, weil Kohlenstoff sieht auch doof aus. Aluminium ist ziemlich gut durchgerattert. Das brauchten wir hier, haben wir ein bisschen Mangelware, glaube ich. Ja, wir können aus Silizium was machen, aber da haben wir jetzt keine richtig coolen Sachen. Ich überlege gerade. Weil wir könnten Silizium gucken. Da haben wir nämlich mattes Silo, nee, nicht Silomin. Moment, keine Produktwaben. Ich möchte reinwaben. Hier Siliziumwaben. Na, da haben wir solche Sachen. Die sind halt sehr, sehr dark, ne? Ich weiß nicht, wie mattes Silizium ausschaut. Wir machen da mal ein bisschen von. Weil wir haben wieder relativ viel. Na, ich reihe mal so 100 Kubik ein. Das geht halt sehr schnell. Dann können wir das einfach so machen, ne? 1 Minute 40. Da kann man hinterher auch eine Wabenfabrik machen. Da kommen dann noch ein paar neue Waben hinzu. Das ist das Besondere an denen. Kostet für die normalen Reinwaben, kostet das keinen extra Betrag irgendwie. Aber man kann zum Beispiel beim Aluminium, das sind glaube ich die polierten Aluminiumarten, die gehen dann zum Beispiel nur in der Wabenindustrie und da muss man immer 180 Kubik in ein Stück machen. Das heißt, immer 1800 vom reinen Material gehen weg. Das muss man erstmal haben. Was wir in der Zwischenzeit, glaube ich, einmal mal machen, solange wir die produzieren. Ich habe noch ein bisschen Platz, glaube ich, ne? Ich kann mal hier mein Produkt einsammeln und mit euch ein bisschen quatschen. Ich versuche ja den Let's Play so ein bisschen nicht zu strecken, sondern so ein bisschen natürlich euch schmackhaft zu machen mit Sachen, die man machen kann hinterher. Und naja, was man aber machen muss, sind sowas wie Steine sammeln. Ihr seht da hinten noch, ich habe noch nicht so großartig hier gesammelt. Ich möchte das nur ab und zu mal vielleicht so ein bisschen einbetten. Was ihr jetzt natürlich auch seht, dass ich ganz normal spiele. Das ist halt der Start bei Duel Events, ist halt so. Das werden wir später im Guide dann kaum noch machen. Also ich werde natürlich auch kalibrieren und aufsammeln.
Das werde ich aber dann euch teilweise nicht zeigen. Übrigens hier mit der mittleren Maustaste, da könnt ihr einfach Automodus machen. Dann kann man die Hand frei, habe ich glaube ich schon mal gezeigt, einfach drauf zeigen. Vor allem, wenn die so ineinander geklippt sind, die Erze wie hier, ist es immer ziemlich praktisch oder ziemlich angenehm, die einfach aufzusammeln. Ne? Hier haben wir natürlich jetzt gerade ein bisschen Quarz, wo wir zu viel von haben, ein bisschen Kohle. Was ich vor allem immer brauche, das braucht ihr, denke ich mal, auch immer, ist Aluminium und Eisen, also Hämatit. Ne, bei meinem Hauptaccount zum Beispiel, da habe ich akuten Eisenmangel. Da brauche ich halt Stahl ohne Ende. Und ich kriege zwar ein bisschen Eisen, aber ich habe, glaube ich, nur 40 Liter die Stunde auf meinem Teil auf Elliot. Die anderen Sachen sind okay, Kohle und Aluminium, Quarz ein bisschen weniger, davon habe ich eh immer genug. Und einen Erfolg bekommen. Da muss man ein bisschen gucken, also ich habe jetzt schon da ein bisschen was umgestellt auf den Hauptaccount, dass ich jetzt die Erze sankeppe, dass ich halt nur 10.000 veredle sozusagen zum Reinmaterial. Ne, also immer 10.000 Reinmaterial von jeder Sorte habe und Rest bleibt als Erze zurück. So kann ich immer noch sagen, bevor ich, keine Ahnung, mein 20.000, 30.000 Liter hier Siliziumerz oder besser Silizium-Reinmaterial habe, kann ich dann immer noch sagen, yo, ich verkaufe jetzt mal die Erze und fliege dann zum Markt und verkaufe die vom Botpreis. Also die T1-Erze, die sind jetzt noch nicht so krass irgendwie hochgegangen. Ich denke mal eher so die Mangelsachen, die Eisen und Alu sollte man mal gucken, dass man es nicht direkt an Bot verkauft, sondern mal guckt, ob man vielleicht sogar für 30 Quanta anstatt 25 es verkaufen kann per Verkaufauftrag zurzeit. Das ist so die Lage. Aber zurzeit brauchen wir die halt ja noch zu stark. Man könnte natürlich auch die 2 Erze verkaufen, um ein bisschen Geld zu machen, bräuchte man aber auch hinterher. Und die fallen ja nur ganz wenig an, also auch auf Haven oder auch auf Elliot. Ne, da fällt ja immer Kupfer und Kalkstein an, also das Nebenerz. Und Chromit gibt es, glaube ich, auf Tardis oder auf Madis. Ich glaube auf Madis und Soda auf Tardis, glaube ich, an der Oberfläche. Ne? Also da müsste man dann dahin fliegen zu einem anderen Planeten und genauso aufsammeln wie hier. Und das kann man ja auch machen, weil auch in neutralen Gebieten, also eben auf Haven jetzt nicht, aber ne, wie das Aufsammeln auf Elliot, kann man auch auf Madis oder Tardis machen. Man muss halt da hinfliegen, ist halt ein Echtzeitflug von circa 1 Stunde. Ne, also da würde ich schon einen kompletten Let's Play füllen, einfach nur mit dem Flug. Das heißt, ich würde den Flug dann wahrscheinlich schneiden. Wenn wir das mal machen sollten, dafür bräuchte man ein Schiff mit Laderaum, dass sich's lohnt. Da kann man halt so hingehen, dass man die T1-Erze auch da einfach an die Bots verkauft und halt nur das T2-Erz, was man an der Oberfläche sammelt, mitnimmt. Klar, Grundstück da gründen, das war die nächste Sache, aber dafür müssten wir halt wissen, welche Erze auf dem Grundstück halt vorhanden sind. Dafür brauchen wir einen sogenannten Gebietsscanner. Die sind relativ teuer. Die kann man schon zurzeit für über 10 Millionen kaufen. Ja. Das ist auch ein XL-Ding. Das heißt, man bräuchte ein XL-Fließband dafür. Aber das ist schon, also das ist noch gerade für unseren Step hier auf dem 2. Account noch ein bisschen zu krass. Ich will auf dem 2. Account nicht so viel Zeit verlieren, also dass das zu langsam geht für euch. Ich will auch so ein bisschen, ich hänge ja gut hinterher jetzt gerade. Deshalb muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen nachhole. Aber keine Sorge, ich habe nächste Woche habe ich Urlaub. Kann ich da vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Zurzeit habe ich so ein bisschen gezogen, also auch wirklich nur, wenn ich eine Aufnahme mache, mache ich eine Aufnahme von 1 Stunde, sage ich mal so, mache dann noch ein bisschen was fertig, dann laufe ich ab und zu ein und versuche dann 2 oder 3 Tage später nächste Aufnahme zu machen. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade aktuell Donnerstag, ne, und ich mache die Aufnahme, habe halt diese Zwischenprodukte gemacht, was ich immer euch gezeigt habe, ne, mit den Veredlern und mit den Schmelzen. Und nun, ja, das ist jetzt gerade so den Punkt, den wir haben. Die wollen wir aufstellen. Ich will es halt ein bisschen schöner aufstellen. Und dann geht es halt automatisch so ein bisschen weiter. Dann haben wir halt 2 Steps aus Nanocrafter komplett raus. Haben auch noch jede Menge Steps drin. Dafür sind die Metallindustrien, um zumindest da schon mal 4 weitere Steps oder 4 verschiedene andere Sachen schon ein bisschen produzieren zu können. Ja, und dann geht es aber wieder los, dass uns wahrscheinlich irgendwann die Behälter fehlen. Ich glaube, eins muss ich noch. Moment, wo ist denn das? Ich bin wieder lost. Da hinten, glaube ich, ne? Nee, das habe ich, glaube ich, letztes Mal eingesammelt. Dass die Behälter fehlen, dann müssen wir Behälter wieder produzieren oder wir können auch noch nicht mehr einkaufen. Wir können auch mal vielleicht später zum Markt fliegen. Vielleicht kaufen wir heute schon mal ein paar Maschinen, weil ich habe ja ein bisschen Geld gerade da liegen. Also ungefähr das Startgeld, wieder 800.000. Wir müssen aber auch Schematik noch produzieren. Fällt mir gerade ein, muss ich mal schauen. Ich habe nämlich schon welche vorproduziert. Darf man nie vergessen, immer so ein paar laufen lassen. Nicht das ganze Geld natürlich ausgeben, aber was man so braucht. Ne? Wenn wir irgendwann jetzt zum Beispiel M-Behälter oder sowas herstellen wollen, dann brauchen wir jede Menge von den M-Element Schematics. Überleg gerade, ob ich brauche ich T2. T2 brauche ich eigentlich nicht. L bräuchten wir vielleicht auch schon mal eine. Vielleicht habe ich auch schon gemacht, aber ich tue die nochmal reinsetzen. Ne? Für die Mining Units, also die Bergbaueinheiten in die großen. Und für ein L-Fließband zum Beispiel, was wir dann noch bauen wollen. Ja? Bei L-Fließband brauchen wir zum Beispiel für die M-Container. Ne? Und das ist so auch so unser nächster Step, um ja, einfach mehr Platz zu bekommen. S-Element könnte ich aber auch noch machen.
So, das reicht dann erstmal. Vielleicht noch, genau, noch Material. Nicht vergessen, ich sag's jetzt schon mal. Haben wir es? Material. Element, Element, Element. So, da, hier eins Produkt, Material. Material. Ich mach mal eine, die sind 30 Minuten fertig und dann mache ich nochmal so ein Packen. Vier Stück. Kostet halt auch ganz gut Geld. Brauchen wir aber auch für die Automatisierung. Ich meine, da kann man auch hingehen und sagen, hey, yo, ich will das im Nanocrafter einfach herstellen, weil dann spare ich mir die Schematics. Aber gut, wir zahlen jetzt ein bisschen, sind glaube ich ein paar hundert dann pro Vorgang. Aber ist natürlich schon gutes Geld, wenn man sieht, was wir jetzt da gerade eingereiht haben. So, ich kalibriere jetzt mal eben live, mal gucken, wie viel Glück wir haben, wie schnell wir das machen können. Na komm. Da sind die 100%. 3350 fördere ich. Mit mehr Talenten könnte man das sogar auf, glaube ich, 4200, wenn sie nichts geändert haben. Also das war in der Beta mit maximal ausgebauten Talente. Hatte man dann mit einmal 100% die 1 fördern zumindest, hat man 4200 gehabt. Plus die Abbautalente dann, ne, durch den normalen Abbau von Aufsammeln der Steine sozusagen, kam dann noch ein bisschen was dazu prozentual. Das heißt, man hat über 5000er liegen gehabt. Das ist schon sehr nice. Also deswegen müssen wir auch mal gucken, dass wir die Talente auch irgendwie einreihen, dass die irgendwann in ein paar Wochen on top sind und wir dann noch einen riesigen Bonus draus bekommen. Das ist jetzt verschenktes Erz, ein Tausender mehr mal eben. Und das jetzt dann theoretisch wird täglich kalibriert, täglich. Ne? Zum Kalibrieren ist es, da fragen auch manche immer gerne, wie schaut es mit dem Kalibrieren aus? Macht man das täglich oder nicht? Naja, wenn man, bevor man halt die Charges capped, ich kann es nochmal zeigen, wenn ich P drücke, man hat es ja auch gerade eigentlich gesehen. Ich habe 20, ich habe ja schon hochgeskillt, dass ich 35 sammeln kann, weil ich habe gesagt, den Account, den spiele ich ja ein bisschen weniger als den Hauptaccount. Und ja, da kann man so, muss man ein bisschen ein Auge drauf haben. Ich weiß ja, wie viele dazukommen, also es kommen jetzt über 24 Stunden, kommen glaube ich jetzt 5 oder so dazu. Grob 5 bis 6. Und das sollte man so ein bisschen frei haben, den nächsten Tag. Ansonsten kalibriert man einfach hier, bevor sie weg sind, weil die zu capten, dass man keiner mehr bekommt, das wäre das Super-GAU sozusagen, das will man gar nicht haben. Und dann kann man auch hier kalibrieren. Ne? Oder wenn man nächstes Jahr nicht vorhat, zu expandieren. Aber das werden wir ja auch noch nicht tun. Ich überlege nämlich gerade, weil das ist so kompliziert. Ich meine, kompletter Umzug oder kein kompletter Umzug, theoretisch spricht alles für einen kompletten Umzug hinterher. Dass man dann vielleicht drei Gebiete hat auf Erdia zum Beispiel oder auf einem anderen Planeten. Spricht zumindest dafür. Ja, der sich versteckt. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen schade hier für die Basis. Nur anders geht's halt nicht. Aber mit dem Hauptaccount habe ich es auch gemacht. Also ich habe noch ein Ding stehen auf Haven. Und zwar eine kleine Produktion. Da will ich auch eine richtig schöne Industrie noch bauen. Also sprich einmal im M-Core. Oder sogar ein L-Core, glaube ich nicht. Ich glaube, da nehme ich noch ein M-Core für. Und dann werde ich ja schön mal die Maschinen aufbauen. Und dann versuchen, eine Produktion zu haben, um die Märkte hier zu beliefern. Das ist so meine Idee. Dass ich dann so ein bisschen ab und zu mal die Minen kalibriere, davon ein bisschen Erz bekomme und eventuell vielleicht ein bisschen Erz kaufe oder herliefere, um da die Produktion anzuheizen. Aber mehr nicht, also ich werde dafür nicht meine Raumschiffteile oder so hier weiter produzieren, großartig. Das werde ich dann drüben auf Elliot machen, also oder besser gesagt, bin schon gerade dabei. Mal gucken, wie ich es jetzt hier mit einem zweiten Account mache, denn ich will mir das später auch im Let's Play, weil ich euch erstmal zeigen, den Hauptaccount, dann werden wir es so, auch so ein bisschen verknüpfen, dass wir dem Hauptaccount so ein bisschen durch die Arme greifen können. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch mit dem zweiten Account mal einen Außenposten. Ja, also, dass ich mit dem zweiten Account einen Außenposten spiele, den ich aber auch mitbewirtschaften kann mit dem ersten Account. Das wäre auch eine coole Sache. Dann gehen wir auch irgendwann mal in die Orga zum Beispiel rein oder so. Aber es soll dann ein privates Gebäude sein. Also wir müssen ja nicht auf Elliot hier reisen oder eine Hauptbasis mit dem zweiten Account machen. Wäre natürlich praktisch. Aber wir können auch einfach mal was ganz Krasses machen und einfach mal ja, wegreisen. Ja, ein Schiff bauen. Ja, ein Schiffchen bauen. Was ein bisschen was tragen kann, was natürlich Weltraum fertig ist, dann fliegen wir einfach mal eine Stunde nach Medis oder nach Tardis. Ich meine, Medis, da war ich früher ja mal, ne, in der Beta. Und ich wäre schon interessiert daran, da nochmal drauf zu gehen. Hätten wir halt schön Chromit. Wer weiß, vielleicht machen wir da eine Chromit-Mine mit dem zweiten Account. So könnte ich das auch schön aufteilen, ne. Im ersten Account gucke ich, dass ich, glaube ich, eine Kalkstein oder eine Kupf-, nicht Kalkstein, doch Kalkstein oder eine Silbermine finde auf Elliot zum Beispiel. Und dann betreibe ich halt mit dem zweiten Account was ganz anderes. Also ich meine, Elliot ist immer schön. Ich kann euch auch nur empfehlen, auf Elliot zu bleiben. Denn erstmal, Elliot hat natürlich weitaus mehr Gebiete zur Verfügung, ne, als die anderen Planeten. Allerdings ist da natürlich auch unheimlich viel mehr los. Also wenn irgendwelche Spieler hinter Städte und sowas bauen, dann kann man mit den Städten, kann man die mal besuchen. Ich meine, man wird mit einer VR-Einheit die eh besuchen können.
Da können wir gleich mal reinschauen, weil da hat sie ein bisschen was getan. Machen wir, glaube ich, auch gleich mal, ja. Ansonsten könnt ihr natürlich auch selber hinfliegen, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Blueprints oder so kaufen wollt, weil es geht mit VR nämlich nicht. Ja? Ihr könnt die Sachen nicht mitnehmen, leider. Das heißt, ihr müsst da schon persönlich hin, um die Sachen dann euch da abzuholen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ihr auf einem anderen Planeten seid und immer mal wieder shoppen wollt. Dann müsst ihr halt immer eine hinreisende Stunde. Oder ihr warpt später, wenn ihr euch das leisten könnt, weil das wird noch ein bisschen teuer. Wird auch mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt drauf, ne, wie die Preise dann hinterher werden für die Warp-Zellen. Wahrscheinlich wird man am Anfang nur mit einem kleinen Shuttle oder so warpen. Das ist dann halt wirklich effizient ist vom Treibstoff her. Oder später. Aber ich, keine Sorge, ich baue jetzt hier noch ein bisschen Erz ab. Und natürlich immer wir müssen auf die Uhr, weil. Ja. Es ist halt krass, wie die Zeit vergeht. Ne? Ich meine, wir sind eine Viertelstunde um. Was haben wir gemacht? Nix. Wir haben nur ein bisschen Erz aufgesammelt. Willkommen im Dual Universe. So ist es ja leider. Ich sammle das Eisen ein, ne, damit ich da ein bisschen mehr habe. Und dann, wie gesagt, wollen wir vielleicht sogar. Ah, ich weiß nicht, ob ich Eisenvoxel machen will. Ich glaube, das Eisen hebe ich mir auf. Also müssen wir mal gucken, wie jetzt die Voxel ausschauen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie fertig geworden sind. So. Das war gut. Baumodus einmal an. Und wir haben nämlich ganz normales mattes Silizium gemacht. Ihr könnt übrigens, wir können auch zum Markt fliegen, wir können so ein Voxel-Paket holen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber da braucht man ein bisschen Platz, glaube ich, im Inventar. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob ich eine Box mitbringen muss. Ich schaue nochmal eben, wie das hier ausschaut. Ja, ne, sehr dark. Das ist halt mattes Silizium. Ist halt sehr dunkel, aber ich glaube, es reicht für einen Boden, ne? Wir machen uns einfach jetzt hier, ich guck, warte mal, ja, hier müssen wir immer sammeln. Ich guck mal, wie sich das am besten eignet. Ich habe ja schon hier nach oben gestapelt. Wir können auch später mal bei den Großen gucken, wie die es machen. Die machen es halt komplett ohne Optik-Design, einfach erstmal provisorisch. Hier unten läuft ja der Datei. Wir könnten auch mal provisorisch einfach hier uns eine Plattform machen, ne? Also ich gehe jetzt noch nicht wirklich auf Design ein. Wir werden später irgendwann mal mit Beton arbeiten und so. Und dann können wir es richtig schön machen. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine Plattform. Kann ich sogar auch wirklich bis zum Baurand machen, so. Verdachen wir das. Dann machen wir es ganz simpel. Zieh dann ein bisschen höher. Machen wir vielleicht hier auf 3, ne? Ziehe ich mir da so eine Säule runter, dass es halt nicht eine schwebende Plattform ist, sondern dass wir eine Verstärkung haben. Huch. Oh, okay. Das war jetzt nicht so gewollt, aber sieht sogar noch besser aus. Und das ist jetzt weißes Stahl mit Muster. Stahl mit Muster? Habe ich das nicht? Ach, das ist von dem Lander noch, ne? Von dem Konstrukt, was wir auseinandergenommen haben. Hier ist natürlich ein bisschen blöd. Weil das Fließband da steht. Nun, das machen wir mal so, glaube ich. Ne? Mache ich einfach mal hier und runter. So. Boah. Sieht nicht so schön aus gerade, aber ist okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwelche Streben mache. Ich könnte halt hier so eine Strebe voxeln. Dass es so ein bisschen aussieht, ob es hält, aber ich glaube, das sieht doch schon tragmäßig aus, ne? Tragkraftmäßig. Und jetzt haben wir hier unten noch so ein bisschen Platz und können jetzt darauf erstmal die Veredler stellen. So würde ich es halt machen. Und da schauen wir mal. Die habe ich noch nicht im Behälter, ne? Die habe ich noch im Ausgabebehälter von der Industrie. Da muss eh ein bisschen Platz geschaffen werden. Das heißt, wir werden die mal die Sachen hier reinziehen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann angeschlossen wird von uns. Ich strebe zwar wieder eine Stunde an, mal gucken. Ich muss ja nicht immer füllen, die Stunde, für das Let's Play. Aber vor allem möchte ich euch mal ein bisschen Abwechslung bieten oder versuchen. Wie gesagt, am Anfang komme ich drum herum, dass wir mal sammeln müssen. Alles andere wäre Lug und Trug. ich gucke mal, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich stelle das mir so hin, wirklich an die Grenze. Ich mache das jetzt mit den Pfeiltasten. Ich lasse da mal so einen Voxel Platz. Drücke jetzt Enter, also nicht die Maustaste links, sondern Enter. Weil dann bleibt das nämlich hier auf der Achse und ich kann einfach mit den Pfeiltasten weiter rüber schieben, bis es wieder blau wird. Das ist halt für die Kompaktbauweise. Ich könnte es auch übereinander stapeln, ne? Was aber blöd aussehen würde. Ich würde es mal nebeneinander haben und dann vielleicht noch eine Ebene drüber bauen einfach. Das ist also für die Bedienbarkeit ist jetzt erstmal praktisch. Hinterher machen wir es dann halt schön mit Fabrikgebäude. Ich stelle jetzt erstmal hier so hin. Das sind 4 Stück. Und wie machen wir es? Wir brauchen, genau. Wie können wir es machen? Wir können die jetzt sagen, dass die das Erz aus unserem Hub rausnehmen müssen oder wollen.
und dass sie es in Behälter reintun. Das heißt, dann können wir aber nicht alles verarbeiten, weil der Behälter, wir haben ja nur S-Behälter gerade, die sind auf 10.000 limitiert. Wir können jeden Behälter für ein Produkt machen, dann passen da auch 10.000 rein, aber auch so viele Behälter habe ich noch nicht. Ja? Das heißt, wir machen es anders, das ist für den Anfang ein gutes Provisorium, wenn man halt kein Erz übrig haben will. Wir lassen einfach direkt alles Erz automatisch verbrennen von den Maschinchen. Ich muss mal mein Link-Tool suchen. Oh, das ist hier auf der 7. Das geht so nicht. Muskelgedächtnis sagt dann nämlich nein, weil das ist auf einem anderen Account nämlich, glaube ich, auch auf der 4. So, ich gucke mal meinen Hub an. Ich schließe es mal an. Ich habe es in meinem Guide schon gesagt. Also wir haben bei Behältern immer 10 In- und 10 Outs. Ja, beim Hub, also bei dem Behälter-Schnittstelle, ist es halt noch so, da können wir nochmal zusätzlich Behälter anschließen, verlinken, die halt das Gesamtvolumen erhöhen. Und da können wir auch nochmal 10 Behälter anschließen. Die zählt das Spiel leider unter, ich glaube, Out, ne? Nee. Unter in, genau, unter ein. Da sehen wir die Behälter. Wie finden wir die hier links raus? Wir müssen wirklich zählen. Also wir müssen die Behälter zählen. Wenn wir es nicht unbenannt haben, dann heißt es auch Behälter, einfach Behälter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Beim M-Behälter? Ach ja, beim letzten Mal einen M-Behälter gekauft. Genau, so war das, ja. Das heißt, ich habe 10 Behälter, das heißt, die Behälter sind voll. Ne? Jetzt kann ich nur noch S-Behälter oder XS, XS haben wir gar nicht mehr dran, also S-Behälter austauschen gegen M-Behälter zum Beispiel, damit ich mehr Platz reinbekomme. Die anderen Sachen sind aber die anderen Links, die reingehen, und zwar Bergbaueinheiten. Ne? Da haben wir, glaube ich, haben wir eins. Ah, guck mal, die heißt anders. Outpost Mining Units, die vor uns gerade ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir haben schon 7 Links. Das heißt, wenn ich jetzt hier theoretisch noch haben will, dass die halt was reinpacken, das würde nicht gehen. Macht jetzt gar auch keinen Sinn, weil das Erz ist ja da drin. Das heißt, wenn, dann wäre es andersrum, das würde sogar noch gehen. Aber wir wollen vielleicht mehr Sachen noch da reinstecken. Das heißt, wir machen es einmal so, dass wir die Bergabbaueinheiten einmal abschließen. Das können wir mit dem Menü, was ich eben gezeigt habe, machen. Oder wir machen es uns einfach, das sieht man hier gerade sehr gut, alt gedrückt halten und einfach die Links einmal weg. So, so. Eine dürfen wir nicht vergessen, die nämlich von vorne aufgebaut ist. Die ist nämlich auf Kurzstrecke verlinkt. So. Und was machen wir jetzt? Wir holen uns einen S-Behälter. Hoffe ich, habe ich ja noch einen. Brauche einen S-Behälter. Habe ich noch einen? Brauche einen unbedingt. Habe ich schon ein Problem. Oh. Hey, ich habe doch einen Behälter gehabt. Moment, jetzt bin ich verwirrt. XS ist zu klein. Kein S-Behälter habe. Habe ich schlechte Karten. Hm, das ist jetzt doof. Sagt mein Hub. Ich meine, ich kann einen abzweigen, ne? Müssen wir mal zur Not machen. Das heißt, ich guck mal, guck mir den Hub mal an. Ne? War, glaube ich, schon ausgewählt. Ja, ne? Die sind dran. Ich klemme mir meinen ab. Das heißt, wir verlieren jetzt 10.000. Knapp über 10.000 Volumen. Leider. Aber ich brauche zwingend einen. Geht nicht anders. Sorry. Das heißt, den stellen wir jetzt uns mal hier hin. Ich stelle mal jetzt hier hin. So. Und den können wir auch umbenennen, dass wir den hinter dem System ein bisschen besser wiederfinden. Dann nennen wir den Lager Erz oder Lager Mine Erz. So, haben wir so ein bisschen Übersicht, glaube ich, welcher Behälter welcher ist. Und jetzt können wir die ganzen Bergbaueinheiten da drauf einstellen. Das Problem ist, die würden das irgendwann voll machen. Also 10.000 Liter sind, glaube ich, am Tag, wenn die auf 100% laufen, alle... Sind da schon machbar? Glaube ich zumindest. Waren es 10.000? Ich glaube, es waren sogar 12.000. Dann kann man ja nochmal ausrechnen, wenn man Lust hat. 500 pro Stunde? Könnte sein. Sind ja schon 5.010 Stunden, ne? Das kommt schon hin. Ja, Talente natürlich hinterher. So. Mach nochmal die Markierung, um zu gucken, ob alle wirklich verknüpft sind. Sind sie? So. Jetzt kommen nämlich schon mal die ganzen Bergbaueinheiten. Und ballern hier das Erz rein. Wir haben natürlich noch ein bisschen Erz da. Und das müssen wir jetzt separat natürlich noch da rein tun. Und jetzt müssen wir dem Behälter sagen, jo, unsere Veredler, die kriegen auch einen Link, weil die bedienen sich aus diesem Behälter. Ne? Die nehmen sich das Erz aus dem Behälter heraus. So. Und die sollen das wiederum in unseren Hub reinstecken. Ne? Den Hub, den wir unten haben, da soll das Reinmaterial, was sie machen, dann hinterher rein. Dafür könnte ich auch einen separaten Behälter hinterher machen. Das ist manchmal eventuell lukrativer, aber das mein größtes Volumen ist und wir es ja immer kontinuierlich erzeugen und das eigentlich das Größte ist, was hinzukommt. Alles andere, ja gut, Produkte kommen natürlich hinzu, aber die stellen wir ja wieder auf. Das heißt, die gehen ja wieder weg.
Deswegen ist das, glaube ich, schon mal so ganz praktisch. Und jetzt müssen wir noch hingehen. Wir können die Dinge übrigens auch benennen. Das lasse ich aber jetzt immer noch bleiben. Und jetzt tun wir erstmal die Erze einstellen. Ne? Kohlenstoff auf unendlich ausführen und starten. Aluminium anwenden und unendlich ausführen, starten. Der sagt natürlich, es geht noch gerade nicht. Da ist kein Erz gerade drin. Eisen. Genau, das natürlich auch. Stopp. Starten. Und Silizium noch zu guter Letzt. So, wenn wir übrigens irgendwann an einem Punkt sind, das würde ich aber nicht auf Haven machen, das würde ich dann auf Ab Elliot machen oder andere Planeten, wo wir hingehen, wenn wir da dann Erz reinstecken, dann wird es wahrscheinlich immer so sein, weil die, da sind die nicht so schön verteilt wie hier. Hier sind sie einigermaßen gleich. Moment, ich starte den noch. Ich gehe mal in eine Mine dran. Hier sind sie ja noch einigermaßen gleich verteilt. Na, ich will mal das Highlighted ausmachen. So. Hier haben wir ja gut 134. Also wir haben sehr viel Kohle hier, aber ansonsten 90, 97. Ja gut, 75, ne? Aber auf Elliot kann es ganz anders ausschauen. Auf Elliot kann es sein, dass wir nur 10 Quarz haben. Ne? Dafür haben wir aber 200 Hämatit zum Beispiel und nur 60 Kohle. Irgendwie sowas. Ist ganz komisch verteilt, kann man manchmal auch sehr unangenehm auf die Miner hinstellen. Generell kann man dann 4 L-Miner hinternehmen und dann mit S-Miner noch ein bisschen auffangen, so viel man da installieren möchte. Ich habe mich zum Beispiel auf mein Hauptgrundstück da oder auf mein Nebengrundstück beim Hauptgrundstück, wo mein Hauptquartier zumindest ist mit dem Hauptaccount, habe ich mich für 5 insgesamt entschieden. Also 4 Ls und 1 S. Theoretisch bleibt da noch ein bisschen was übrig, aber ich glaube, das lasse ich, weil mir die Kalibrierung zu schade ist. So, jetzt ist der Behälter natürlich noch leer. Die Miner packt natürlich irgendwas rein. Und wir gucken mal, welches Erz ist noch relativ. Welches Pure-Material ist wenig da? Aluminium. Das heißt, ich fange jetzt hier mit Bauxit an. Ne? Baller das Bauxit, was ich hier hoffentlich da habe. Ja, das baue ich einfach rein. So schnupp. Und dann sehen wir auch schon, da fängt er an zu arbeiten. Und der bewurschtelt jetzt immer 414 Liter. Hab ja ein paar Talente drin, müssen wir gleich mal rüber gucken. Zu Aluminium und Wasserstoff, was natürlich rauskommt, 343 reines Aluminium. Und dauert immer 2 Minuten 47, ne, um einen Vorgang zu machen. Wir können übrigens, wenn wir auf Inspizieren gehen, ne, das kann ich euch auch mal zeigen, können wir natürlich hier ein bisschen runterscrollen. Und da sehen wir zum Beispiel auch Schemas, welche damit funktionieren. Komponenten, das ist uns eigentlich ein bisschen egal. Produktion, wo die halt hergestellt werden können in den Fließbändern. Und betroffene Talente, das ist uns dann relativ relevant. Ich kann es ein bisschen größer ziehen, oder auch nicht. Auch ein bisschen geht. Da kann man nämlich sehen, ein bisschen größer, man alles lesen kann, welche Talente betroffen sind davon. Ja, für Edler selber, ne? Für Edler Leistung, einfache Elemente, LP-Handhabung, gut, dass nur sie mehr LP haben. Das geht auch, interessant. Na gut, bezieht sie wahrscheinlich drauf, ist aber total, glaube ich, egal. Es sei denn, es gibt immer mal Ground Warfare, wo die kaputt gemacht werden. Okay, das ist eine LP-Handhabung. Na, schade, man sieht allein nicht die Talente für die einzelnen Produkte, die wir drin herstellen. Wir sehen halt nur hier, dass der für Edler in dem Fall betrieben werden kann. Ne, das ist letztendlich das Talent. Ne? Für T1, wenn wir halt einen T2er haben wollen, weil wir T3 Erz verarbeiten wollen, dann müssen wir halt ein Talent weiter skillen. Ansonsten brauchen wir hier keine Talente. Interessanter ist das aber mit den Talenten, das gilt für alle Bauteile, zum Beispiel auch bei so Flügel, bei Tragflächen oder so. Da kann man zum Beispiel sehen, welche Talente genau auf das Teil halt noch berücksichtigt sind. Wir müssen jetzt mal F2 drücken und gucken mal unter Fertigung. Und da müssen wir ein bisschen runterschauen. Ich habe noch freie Punkte, ne? Ich habe noch 81 frei und ich habe nur eins drin. Ne? Ich habe mal als Puffer Behälterleistung reingeschmissen. Das dauert nämlich 4 Tage allein. Das ist ein mächtiges Talent. Dann hätten wir nochmal 10% mehr Behältervolumen. Habe ich einfach mal als Placeholder reingemacht, dass es auch nicht zu überladen ist und ihr gut was sehen könnt. Einfache Erzveredelung. Genau, hier sind wir. Und das machen wir eigentlich gerade. Fertigungsdauer für Veredelung und Erz, so gut, das muss man skillen und dann kann man das skillen. Ne? Hier Veredelung für Kohlenstoff, Erz. Das gilt auch für unseren Nanocrafter, dass man halt mehr oder weniger Ressourcen verbraucht, das gleiche rausbekommt. Das können wir dann so ein bisschen hochskillen, kann ich also auch direkt machen. Das reicht wiederum ein. Ne? Können wir auch hochsetzen, dauert 83 Minuten. Also wir müssen es besser gesagt hochsetzen. Wir können übrigens auch hier Behälterleisten zum Beispiel komplett abbrechen, wenn uns die stört, weil ich sonst immer wieder hochziehen muss. Die bleibt nämlich so gespeichert, also der Vorgang bleibt so gespeichert. Und jetzt könnte ich ja auch, ja komm, ich will erst das Talent schon mal direkt haben, weil ich will euch gleich was zeigen. Holt mir mal eben die ersten direkt. Aluminium wird sogar schon hochgeskillt, okay. Und die anderen reihe ich alle ein. Ich gehe nur bis 3, hier macht es durchaus Sinn, auch natürlich noch weiter zu gehen hinterher. So. Und am Ende des Monats, also ich habe glaube ich mal gesagt, Ende des Monats, also Ende September, würden wir die Talentpunkte bekommen, diesen Boost für, wenn man halt
sag jetzt nicht vorbestellt hat, aber in der Beta gespielt hat und so markiert hat. Es passiert leider erst im Oktober, das haben die wohl auch gesagt. Das ist mir irgendwie entgangen, als Nova Quark das gesagt hat. Also erst Ende Oktober, Ende dieses Monats, gibt es das erste Mal dann diese Talentpunkte als Boost. Ach guck mal, das habe ich hier gemacht wiederum. Das ist jetzt wiederum für die Industrieeinheiten, das haben sie schon. Ich wollte das euch mal zeigen, denn wenn ich das jetzt geskillt hätte, also oder instant gelernt hätte, das kann ich jetzt gerade hier nicht mehr machen, dann hätte ich einmal Talente anwenden müssen auf dem Konstrukt. Dann hätte ich hingehen müssen, hätte dann sagen müssen, am besten wie gesagt aufs ganze Konstrukt, hier Konstrukt, Talente erneut auf das Konstrukt anwenden. Und dann werden die besseren Talente einfach darauf angewandt und die ganzen Fabriken würden jetzt gebufft. Was ich jetzt gerade geskillt habe wiederum direkt, da muss ich wahrscheinlich einmal neu starten. Ich halte einmal an, wir gucken mal, 114 brauchen wir jetzt gerade. Brauchen wir gerade 114? Guck mal, ob das noch so ist. Nee, oder ist es doch instant? Früher war es so, man musste nämlich das Rezept sozusagen starten mit den Talenten. Das konnte auch ein anderer machen und solange man da nicht dran geht und es wieder beendet, wurde das angewandt und runterskaliert. Ich glaube, das funktioniert jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Nun, auf jeden Fall haben wir die Talente reingebracht und das ist schon mal ganz cool. Machen wir aber weiter im Text. Also wir sind auch für die Animierungen. Nee, nicht Animierungen. Animierungen? Nee. Jetzt habe ich wieder schon Wortkasper hier im Moment. Legierungen. So, Legierungen mit L, nicht mit A. Da habe ich noch gar nichts reingescaled, wie man ja sieht. Ne? Und das brauchen wir als nächstes, weil wir wollen auch noch die aufstellen. Auch hier müssen wir wieder das einmal mitscalen. Und dann können wir theoretisch hier überall das ausbilden. Erstmal die ersten Punkte reinballern. Wenn ihr jetzt fragt, wie wichtig ist denn das? Naja, müsst ihr selber wissen. 3% weniger Material verbrauchen pro Skillpunkt. Das ist schon irgendwie geil, ne? Das ist jetzt nicht, zumindest nicht ungeil. Und vor allem, wenn man jetzt sehr viel produziert und hinterher auch vorhat, was zu verkaufen, dann kann man auf jeden Fall mehr Gewinn dabei erzielen am Ende. So, ich reihe jetzt nochmal den Dreier-Talent ein. Und also das ist auf jeden Fall auch was ich schnell machen will. Ich mache ja dafür. Upa, da. Kein PvP. Nun, habe ich jetzt eingereiht. Na egal. Glasprodukte. Ist gar nicht so relevant eigentlich gerade. Egal. Haben wir jetzt mal am Laufen, was wir haben, das haben wir. Und den Rest hole ich mir jetzt hier auch noch. Da gehe ich noch ein bisschen weiter, weil ich finde, die leitende Legierung, die ist immer so ein bisschen Mangelware. Warum nicht ein bisschen mehr dafür bekommen? So. Ja, fürs Talente-Sehen habe ich auch schon einen Guide gemacht, wenn ihr gesehen habt. Da habe ich mal fast eine Stunde, glaube ich, nur erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wie es funktioniert und was man halt so der Reihe nach circa versuchen sollte zu erlernen. Was halt Sinn macht, zumindest. Komm, einen rein. Nein. Zwischenteilproduktivität habe ich, glaube ich, schon geskillt, sogar schon auf 4. Okay, das heißt, ich kriege zum Beispiel anstatt 10 Schrauben 14 Schrauben. Das ist halt das. So, und das sind die wichtigen Sachen, ne? Die Erze, die Legierungen und die Zwischenteile. Als anderes ist so ein bisschen Zeitintervall. Treibstoff wäre natürlich auch noch interessant, wenn man das halt selber noch macht, also wenn man viel Treibstoff herstellt. Das bezieht sich auch mal auf Schemas. Also, wenn man Treibstoff in der Fabrik macht, würde ich später, glaube ich, das machen. Also, die Treibstoffe, die wir am Anfang brauchen, na gut, bis auf T3, also den Kergon-Treibstoff, den Weltall-Treibstoff, den können wir nicht im Nanocrafter machen. Aber ansonsten ist es schon mal noch ganz gut im Nanocrafter machbar, das ganze Nitron. So, ich möchte jetzt aber noch zusätzlich, wir haben ja noch Platz im Behälter, noch ein weiteres Erz natürlich verhütten, weil es schon ein bisschen was durchgelaufen. Da tun wir jetzt einfach noch Hämatit rein. So viel ich zumindest habe. Ich habe nämlich 18 Kiloliter. Das heißt, wir machen den Behälter einmal voll. Und ich will noch eine Maschine zum Lauf bringen. Das heißt, ich mache nur die Kohle rein. Weil der hat ja schon eine Charge weggezogen. Dann kann ich noch eins reinmachen. Wir sehen, drei Maschinen arbeiten gleichzeitig. Das, was wir mit Nanocrafter noch hintereinander gemacht haben, machen die jetzt gleichzeitig. Jeder macht einen Batch sozusagen. Und ja, wir haben unseren Nanocrafter frei. Und generell haben wir, ja, jetzt einfach ja, nicht nur die Hände frei, sondern auch ein bisschen weniger im Kopf, weil das passiert jetzt immer vollautomatisch, vor allem bei einem automatisch geförderten Erz. So, jetzt werde ich noch einmal schauen, wie ich das jetzt am gescheitesten mache. Ich habe natürlich da jetzt so reingebaut. Ach komm, wir gehen an den Rändern hoch. So, dass ich noch an der Seite anfassen kann. Ja, die können wir ein bisschen schieben. Ja, kommen wir mal so.
Habe ich noch genug Material? Dann würde ich nämlich einmal so rübergehen, dass ich hier so eine Art Balken habe. Braucht ihr nicht zu machen, es gibt hier keine Statik. Ihr könnt einfach die Sachen so hinstellen, aber ich möchte, im Gegensatz zu meinem Hauptaccount, möchte ich hier so ein bisschen optisch eine ganz kleine Sache hier machen, ein ganz kleines Gestell zumindest. Dass ihr schon mal seht, was man machen kann. Ich kann natürlich bedeutend mehr Zeit reinstecken, aber das ist es hier gerade eigentlich noch nicht wert, würde ich sagen. So, das kommt aber später auf jeden Fall noch. Auch hier werde ich sonst einen anderen Boden eigentlich reinmachen von der Farbe. Das muss ich wahrscheinlich auch tun. Nicht genug Silizium. Ja gut, dann lassen wir es immer so. Komm, wir machen es anders. Ich mache es nochmal rückgängig. Dann hätten wir noch sparsamer bauen können. Kann aber natürlich jetzt noch ein bisschen Silizium hier bauen nochmal. 100. Im Blick davon haben wir ordentlich viel, ne? Komm, dann machen wir ruhig noch ein bisschen mehr hinterher. Haben wir so ein bisschen Voxelmaterial. Geht da relativ zackig. So, und jetzt bauen wir unsere Schmelzöfen hier hin. Den Boden mache ich gleich noch voll, weil die sind ein bisschen größer. Den packe ich mal hier so hin. Ach, verdammt, jetzt habe ich... Na komm, machen wir mal neu. Ich habe es nämlich mit der linken Maustaste gedrückt und nicht mit Enter. Und dann kann ich nämlich wieder das machen. Also das ist immer ganz praktisch. Muss man die so schön vermitteln. Funktioniert leider nicht bei Voxel reinkopieren, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht noch irgendein Hotkey vergessen habe. So, dann sind wir schon mal in der gleichen Ebene. Das machen wir gleich noch zu. Das sieht dann nicht so blöd aus. So, und wir machen das jetzt mit den Legierungen. Eigentlich brauche ich dann wieder einen S-Behälter, ne? Also wir müssen mal wieder einen S-Behälter demnächst bauen. Oder wir müssen mal einen S-Behälter kaufen. Denn das macht schon Sinn, dass die Legierung da reinkommt, weil das Problem ist nämlich auch, wir werden die Legierung aus dem Behälter machen, weil hier haben wir jetzt unser Reinprodukt drin. Das heißt, ich werde drei Maschinen hier oben da anschließen. So. Mal gucken, wenn wir noch genug Platz haben im Hub, dann klemme ich mir noch einen S-Behälter erstmal weg und klaue den wieder. Sagt unser Hub, sagt, wir haben 70. Na gut, 70k haben wir noch frei machen. Reduzieren wir haben noch 60k frei. Okay, machen wir zum Not. Das passt schon. So, welchen klaue ich mir weg? Der einzeln da unten steht, ne? Der ist so einsam, der kann auch woanders hin. Der kann sich zu Maschinengesellen. So, und den schnabulieren wir mal hier nach oben. Den, na, da passt der so blöd. Können den mal hier hinsetzen. Sozusagen über den. Noch ist er Luft. Aber wir haben, ach ja, da haben wir schon das Lithium vorhanden. Da springe ich mal hier direkt hier rein. Ziehe das hier einmal so auf. So. Dann ziehen wir es einmal hier so drüber. Ah, schon viel besser. So, da ist unser Behälter und da kommt unsere Legierung jetzt rein von unserer Maschine. Na? Das angenommen. Der Server hängt ein bisschen, da muss man ein bisschen geduldig sein und immer aufs Geräusch warten, dass er verlinkt hat. Also können wir nämlich auch alles hier ein bisschen beschriften. Dann sagen wir nämlich Lagerlegierungen. Lagerlegierungen. Kann der Boss jetzt nicht. Oh, Legierungen. Kann der Boss jetzt irgendwie auch gut merken, dass es nicht schreibt. So, und hier haben wir. Das habe ich glaube ich schon benannt, ne? Oder? Genau, das war ja das Erz davon. So, dann haben wir hier die Legierungen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Sachen einstellen. So, und jetzt werden wir aber ein Problem erstmal haben. Und zwar gehen wir auf Conquering und dann sehen wir, es ist leer. Ne? Ist nichts drin. Weil für Legierungen, auch schon ab T1, ne, bei Erzen, also bei der Erzveredelung ist es erst bei T2 so, da brauchen wir Schematics. Und die habe ich hoffentlich vorproduziert. Ja, habe ich hier. Eine T1 Produkt Material Schematic, das ist die. Die brauchen wir für Kunststoff hinterher. Ich tue mal 200 weg und tue die da rein. Und sobald wir die drin haben, können wir auswählen. Da haben wir ja Reiter, da haben wir hier zum Beispiel ein Produkt. Und hier mache ich mal Leichtmetall. Ich fange von oben nach unten an. Anwenden, so. Und jetzt machen wir aber nicht unendlich, weil das Problem ist, wir brauchen auch Rheinmetall für andere Sachen. Also hier Barren, wie ich es gerne nenne, brauchen wir für andere Sachen. Und da unser Behälter eh nur 10.000 packt, dann machen wir einfach 3.000, denn da sind dann insgesamt knapp über 9.000 drin. Und dann läuft der auch nicht über. Okay, wir haben einen Erfolg, sehr schön.
Und der fängt immer an. Hier oben sehen wir auch die Schematics, dass wir jetzt noch 199 übrig haben. Einer hat jetzt gezogen, die verbraucht er mit jedem Batch sozusagen. Das heißt, hier muss man ab und zu mal gucken, wenn der, glaube ich, orange blinkt, also jammed, glaube ich, ist. Dann kann es auch mal sein, dass der neue Legierungen braucht. Und man kann auch hinter so Abfrage hat sozusagen machen. Also mit Lua-Skripten kann man da was machen, kann man sich Monitore basteln, wo es dann angezeigt wird, hey, du, der Schmelzofen sowieso, der streikt gerade, weil er keine Legierung mehr hat. Da kann man sich das selber optisch machen. Also da hat man auch sehr viele Freiheiten wieder vom Spiel, da ist nichts vorgegeben, sondern man muss sich halt selber basteln und selber helfen. Wenn wir auch mal gucken, dass wir es noch ein bisschen optimieren können. So, das gleiche gilt natürlich jetzt auch hierfür. Auf jeden Fall sage ich wieder 200 kommen da rein. Wie gesagt, die müsst ihr dann immer schön nachproduzieren. Dann müsst ihr mal dran denken, sonst habt ihr auf einmal am nächsten Tag nichts. Dann müsst ihr erstmal wieder warten, bis ihr was machen könnt. Da schauen wir auch gleich mal rein, falls ich es noch nicht getan habe. Ich glaube, ich habe es aber eben. Na doch, ich habe es, glaube ich, eben reingeballert. So, hier machen wir die Leitenden. Ja, sieht man auch schon. Also, nämlich abgeschlossen worden, glaube ich. Produktion von 50 Stück. Also schon eine halbe Stunde um. Echt jetzt? Ja, ist es. Boah. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, die Zeit, wie die vergeht in Julian, ist krass. Also ich versuche auch neben den Streams und neben den Aufnahmen immer mal wieder ein bisschen was vorzubereiten und dann gucke ich auf die Uhr so schon 3 Stunden irgendwie um und ich habe so gut wie nichts gemacht, Steinchen aufgesammelt oder so, keine Ahnung. Aber es macht Spaß, es ist mega, also ich liebe es. Und muss man nur ein bisschen gucken, dass ich noch ein bisschen schneller vorankomme, damit ich euch natürlich immer schön Content bieten kann und dass wir natürlich auf unseren Hauptaccount die Orga so ein bisschen voranbringen. Aber wie gesagt, ich werde nichts hetzen. Also manche kommen dann immer an und sagen, ja, ich kann dir ein bisschen helfen. Dann, nee, komm, das machen wir Stück für Stück. Jeder soll erstmal gucken, dass er klarkommt. Sonst sind halt wieder ein paar dabei, die auch mit anpacken und der Rest macht nichts. Und dann ist es auch so blöd vom Gefühl. So, letzte Legierung. Stahl. Auch starten. Fertig. Ne? Das läuft jetzt komplett und geht jetzt auch vollautomatisch. Wie gesagt, wir müssen die Schematics dann reinballern. Ne? Und die Legierungen sind jetzt hier drin. Das heißt, unsere Maschine... Oder man sagt, unsere Maschinen bräuchten die Legierung. Ich glaube, unsere Fertiger, die brauchen aber die Legierungen. Also Legierungen brauchen vor allem die Metallindustrie, die Elektroindustrie. Drucker brauchen vor allem Kunststoffe. Ne, dann brauchen wir eine Chemieindustrie für, damit wir Kunststoffe noch herstellen. Das können wir noch hier oben hinstellen, würde ich sagen. Habe ich aber gerade nicht. Müsste ich kaufen, fliegen. Preise fallen aber gerade. Also ich glaube, Chemieindustrie war noch relativ hoch im Kurs. Schau mal eben. Chemie. Chemieindustrie, da. 99.999 bei uns im Markt 7. Ach komm, wir beschleunigen das mal ein bisschen. Ich kaufe mal eine. Eine bitte. Falls sich einer, dass wir dann sein Produkt gekauft haben. Müssen auch immer an den anderen denken, ne? Sind immer da Menschen draußen, die dann sowas produzieren und auch sehr glücklich sind, wenn es sich gelohnt hat, dass sie die reingestellt haben. Na, das wäre Chemie. Ich überlege gerade, kaufe ich noch was? Ich könnte ein bisschen Elektro. Was kostet eine Elektroindustrie? Ich kaufe so eine Entfernung. Ihr müsst nur gucken, dass ihr im richtigen Markt einkauft, damit ihr das dann abholen könnt und nicht zu weit reisen müsst. Aber ich habe letztes Mal schon gezeigt, wie ihr rumporten könnt. Das heißt, da kann man auch so ein bisschen sparen. Oh, guck mal hier. Da habe ich letztens noch gebaut. Meine ging auch nicht weg. Die fallen vom Preis. Aber meine hat auf einmal dann einer vier Stück gekauft. Keine Ahnung, wer das war. Wie viel Geld habe ich noch? 500.000. Komm, wir kaufen beide. Ich verkaufe mit denen jetzt auch mal was zu schauen. Gucken dann mal, ob wir das einen Gewinn bringen, an den Mann oder an die Frau bringen. Also zwei Elektroindustrien habe ich, Chemieindustrie habe ich. Metallindustrien bauen wir selber 4 Stück. 3D-Drucker muss nicht unbedingt sein. Alles andere bauen wir selber, würde ich sagen. M-Behälter noch kaufen? Was kostet ein M-Behälter? Schauen wir eben. Einfacher. Behälter in M. 239.000. Die gestiegen wieder? Ich guck mal eben. Das ist nur Markt 7, ne? Hier oben wieder umstellen auf alle. 149 ist der billigste. Was habe ich gerade gesagt? Was? Müssen wir mal eben gucken. War es 200? 1000? Also 149.000 Distrikt 6. Kann man ganz schnell hinporten. Ja. Ist halt auch die Frage, ob man die hier teurer verkaufen kann, wenn ich die mir da hole. Können wir auch mal ausprobieren. An- und Verkauf. Aber vielleicht fallen wir damit auf die Schnauze. Wenn wir jetzt hier, und außerdem, nachdem ich das Video gemacht habe, kann ich glaube ich vergessen, weil dann macht es jeder von euch, hier für 149 oder 150.000 kaufen und hier für über 200.000 verkaufen, also einen Gewinn über 60.000 machen. Aber ich, wie gesagt, ich werde da, weiß noch nicht, hier die 24 Stunden reingestellt, sind nur noch drin. Ich weiß noch nicht, wie viele reingestellt worden sind. Ah, weiß ich nicht, immer ein bisschen schwierig, kann man machen. Bauen wir aber glaube ich selber, oder? Bauen wir glaube ich im L. Selber, wir wollen ja auch noch ein bisschen was machen und ich will das ganze Geld raushauen.
Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe gesagt, ich versuche noch eine Stunde zu kommen. Während wir müssen einmal zum Markt fliegen, das mache ich jetzt auch gleich mit euch zusammen. Das baut er, genau. Das haben wir später übrigens mal auf hier, das Erz, was wir noch sonst kalibriert haben. Noch ein kleiner Tipp, das wollte ich noch sagen. Ich habe jetzt die Legierung alle in den Behälter reingemacht, was natürlich auch Sinn macht, weil die Frage kam auch von euch immer wegen den Verlinkungen, ob es irgendwie nicht möglich ist, eine. Also irgendwann, ihr habt immer Probleme damit, dass irgendwann die Links voll sind. Guckt da mal einen Guide von mir an wegen den Transfereinheiten. Die sind noch relativ teuer, die habe ich noch nicht am Anfang hier, weil die relativ viele Teile brauchen. Die haben eine Möglichkeit, dass man sie ein bisschen verschachteln kann, wenn man halt wirklich große Produktion hat. Andererseits muss man es immer bedenken, wie zum Beispiel hier. Das ist halt nicht so komplett ideal, es so zu machen. Wenn ich noch einen weiteren Behälter hätte, könnte ich zum Beispiel die leitende Legierung, also die Alfe, die Aluminium-Eisen-Legierung hier, ne? Die kann ich in einen separaten Behälter, würde ich die reinpacken, volle Maschine. Weil die brauchen, wird eigentlich nur eine Elektroindustrie gebraucht. Das heißt, da können wir halt links sparen, dass wir nur die Elektroindustrie damit verbinden. Und zum Beispiel die Sachen, die hier drin sind, die sind eigentlich für die Metallindustrie vor allem. Ich glaube, andere Industrien gibt es da sogar gar nicht, die es brauchen. Wenn ich mir hier Rahmen und Schrauben und so weiter, das wird halt für eine Metallindustrie verbraucht. Und das heißt, wir könnten jetzt hier theoretisch 10 Metallindustrien anschließen. Ja? Und am anderen könnten wir da 10 Elektroindustrien anschließen, wenn wir Bedarf haben. Ja, doch. Von den Legionen. Sage ich jetzt mal grob. Ich weiß nicht, ob wir die Legionen noch für ein paar andere Sachen brauchen. Da kommt das vielleicht auch noch drauf, aber das wäre ja so grob erstmal das, ja, was die Sache ist. So, ich mache das mal aus. Das Baumenü. Ja, das ist unsere Basis so ein bisschen gewachsen. Sieht ja nicht so schlimm aus, ne? Wenn man so ein bisschen Stützen drunter macht. Okay, das Beleuchtung, deswegen sieht das so anders aus. Die Beleuchtungsänderung ist ziemlich krass hier im Spiel. Hier hätten wir theoretisch auch noch so einen dickeren Rahmen drum machen können, ne? Wenn wir Material haben. Das aussieht wie oben. Das kann ich mal eben machen. Auch wenn hier die Stützen aus dem anderen Material sind, könnte ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal sagen, ich mache hier. Moment, das war ein bisschen sehr dick. Einfach mal noch hier raus so eine kleine Umrandung. Wirkt dann wieder direkt anders. Machen wir einfach so rein in den Träger. Dann wirkt das nicht wie so eine kleine Platte, sondern als ob man hier so ein kleines Podest hat wie oben. Ich sehe, oben haben wir noch so einen kleinen Schlitz drin, ne? Das sieht dann auch direkt ein bisschen besser, glaube ich, aus. Wenn man, ja, ich glaube, ich lasse das so. Und den kleinen Schlitz müssen wir noch zu machen. Irgendwie übersehen, interessanterweise. Ja, problemlos ein, ja. Ah, hätte es von unten machen sollen, ne? Nun, egal. Zu ist zu. So. Ah, ist schon ein bisschen besser. Gut. Immer so kleine Details kann man dran denken. Man kann noch Verstrebungen machen, aber das ist mir jetzt zu viel Spielerei. Ich mache mal die Tür auf und ich wollte euch kurz was zeigen. Das könnt ihr natürlich bei euch auch mal antesten, weil das, ich denke mal, wenn ihr neuer Spieler seid, dann könnt ihr sowas gerne vergessen. Ich muss gerade finden, wo meine VR-Einheit hier in der Basisnummer war. Ach ja, auf dem Dach, genau. Ach, guck mal hier, da können wir auch direkt hier so reingehen. Ich will natürlich noch eine Treppe nach oben. Na, vielleicht machen wir das dann noch in der nächsten Folge. So, aber ich will jetzt meine VR-Einheit, denn mittlerweile haben Spieler ihre VR-Einheiten freigegeben. Da sehen wir schon, der Andrang ist groß, weil alle neugierig sind. Hier haben wir zum Beispiel auch von Cosmos, ist auch ein französischer Streamer oder auch internationaler Streamer. Der hat dann zum Beispiel eine Desert-Einheit für alle freigegeben. Das heißt, da kann man hingehen und schon mal nach Satelliten gucken. Satelliten sage ich schon. Wegen Sat, ne? Nee, nach Asteroiden gucken. Ja? Und kann aufgedeckte Asteroiden anfliegen. Die werden wahrscheinlich ja schon angemeinert sein oder komplett leer gemeinert. Könnte man aber hinfliegen. Vielleicht hat man noch das eine oder andere Erz da drin. Dafür hätte er das gemacht. Muss man manchmal ein bisschen anstehen, weil es kann nur ein Spieler gleichzeitig bedienen. Also solange ihr noch keinen selber gebaut habt so von dem Satz, kann man halt seinen nutzen. Also ist eine coole Idee von ihm. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht so viel. Ein paar Blueprints kann man sich schon ziehen. Und da haben noch ein paar andere. Oh, Captain Custom ist wieder dabei. Das ist schon mal sehr cool. Da kann man mal vorbeischauen, was sie so gebaut haben. Ich wollte nur einmal ganz schnell nach Hyperion gucken. Die werden, denke ich mal, auch hinterher sehr große Sachen bauen und vielleicht eine ganz große Stadt wieder aufbauen. Ist halt auch eine sehr große Orga. Eine gut organisierte Orga. Und suchen natürlich auch Leute. Also wenn ihr mal wirklich richtig, ich sag mal, ein bisschen fortgeschrittener spielen wollt, ne? Und zusammen im Team spielen wollt, dann könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Da sieht man eben zum Beispiel, was im Team möglich ist. Das ist erstmal hier ihre Showcase sozusagen, dass wir dann auch hinterher in der Börse auf Deutsch, in der Elliot Exchange stehen. Na, da sieht man, was sie eben so anbieten, was man so machen kann. Und das, da kann man sich dann sozusagen bewerben. Na, a German Organization, ne, also auch auf Deutsch.
Das ist deren Logo. Und wer weiß, vielleicht werden sie auch, sie hatten mal damals geplant, eine Schiffsmesse zu machen, so eine Schiffsexpo sozusagen, eine Raumschiffmesse. Ist dann leider ins Wasser gefallen, weil da, glaube ich, diverse Probleme noch dazwischen kamen, technische vor allem. Und da kann man mal sehen, was man hier so voxeln kann, ne? So richtig schöne, so ein kleines Vordach, ne? Mit so Sonnensegel sozusagen. Einfach mal da drüber mit so Traversen und so. Ist schon ziemlich cool, wenn man sich Mühe gibt, ne? Auch mit den ganzen Mustern. Ist alles gewoxelt, ist alles selbst gemacht. Und das ist schon mal nur ein kleiner Vorgeschmack, weil sonst gibt es natürlich noch nicht mehr. Ja, also hier ist deren Discord. Ich hoffe, das kann sich auch immer mal so zeigen für euch. So ein bisschen als Werbung für die. Wie gesagt, unsere Orga ist halt, ist jetzt keine Konkurrenz oder so, weil wie gesagt, unsere Orga ist einfach nur eine Community-Orga. Wir wollen im Spiel halt nur so gucken, dass wir die Streaming-Community so ein bisschen zusammenziehen sozusagen und dass ihr mitmachen könnt, ne, wenn ihr Bock habt. Und wir stehen jetzt in keiner wirtschaftlichen Konkurrenz sozusagen mit irgendjemandem. Hallo. So, und da sind sie hier, glaube ich, am Arbeiten noch. Wer ist das gerade? Die Heartbeat. Ja, und das ist eine Industrie, wie sie so aufgebaut haben. Also wenn man mit mehreren zusammenbaut, dann macht man teilweise am Anfang erstmal so, ne, einfach schwebende Sachen. Einfach übereinander stapeln. Sie haben hier eine Ordnung, denke ich mal, drin. Ich würde mich jetzt gerade nicht zurechtfinden. Da seht ihr ja schon, was für eine Masse das ist, ne, an Maschinen und an Behältern, und hier bauen sie rum, um Sachen zu produzieren, an die Märkte zu bringen, reich zu werden und generell ist im Spiel erstmal überhaupt zu, ja, vorhanden zu machen, ne? Weil manche Sachen sind einfach nicht vorhanden, weil man halt die Erze haben muss. Und man sieht ja schon, wie viel hier läuft. Das ist schon ziemlich krass, ne? Und so kann das halt eben auch sein. Hier stehen ein paar Raumschiffe geparkt. Mal gucken, wann dann die erste Stadt kommt, ne? Und hier kann man so ein bisschen gucken, ne? Das ist das mit Monitoren, was ich meinte. Dass man da eben auch so ein Menü hat, sogar anklickbar und so weiter. Ist schon ziemlich cool, ne? Hier die verschiedenen Hubs von den Behältern, dass man hier das nutzen kann. So könnt ihr es halt auch einrichten, ne? Nur so als Info. Da gehen wir mal wieder raus, weil wird später natürlich viel cooler. Dann können wir sowas auch mal regelmäßig machen, so einen Rundgang irgendwo auch als Let's Play, denke ich. Ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr, weil unsere Zeit ist eigentlich schon sogar um. Dabei wollte ich doch noch was holen, ne? Ich wollte noch die beiden Sachen holen. Das machen wir mal eben noch schnell. Das kriegen wir doch noch hin. So, einmal hier Markt als Ziel festlegen. Und dann mal eben hindüsen, ganz schnell. Sachen sollten wir alle in die Tasche reinbekommen. Okay. Server braucht ein bisschen irgendwie gerade. Und nachdem ich schon irgendwie abheben konnte, ich dachte, ich bin zu schwer oder zu fett geworden, aber nee, alles gut. Das hat funktioniert. Ja. Ich versuche ja mit dem Let's Play immer so alle zwei Tage hinterherzukommen. Kann ich nicht mehr ganz versprechen, weil, ne, ich muss ein bisschen auch was im Spiel noch erreichen. Ich muss meinen Hauptaccount noch vorbereiten. Versuchen, einen Guide oder sowas vorzubereiten. Ne? Da hat es auch schon wieder ein bisschen gedauert. Aber es soll natürlich auch was Tolles rauskommen. Und wie gesagt, ich habe die erste Woche, wo ich jetzt auf Teilzeit runtergegangen bin von meinem richtigen Job, bin ich so ein bisschen am Experimentieren. Also habe auch mal nachmittags gestreamt, also direkt um 13 Uhr, ne, bis 17 Uhr. Um es einfach mal auszuprobieren, wer da ist. Und waren verdammt viele da. Also da dachte ich schon, krass, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also bin ziemlich happy drüber, über alles, wie es gerade läuft. Und das macht auch super Spaß mit euch allen zusammen, was zu kreieren oder Fragen zu beantworten, ein bisschen zu helfen. Und ja, ich feiere es gerade sehr. Aber deswegen bleibt dann nicht mehr so viel Zeit, noch einen Guide zum Beispiel zu machen. Weil sowas ist immer ein bisschen Arbeit. Das sehen manche nicht. Also manche sagen, oh, mach doch einfach jetzt live. Dann mache ich, nein, wieder separat haben. Ich habe auch andere Aufnahmeeinstellungen, dass die Qualität höher ist. Weiß nicht, ich will das nicht so machen, ich will den Chat nicht ignorieren, weil da kommt immer eine Frage, und wenn man eine Aufnahme macht, dann redet man halt eine halbe Stunde oder 40 Minuten, passt nur, da kann ich nicht sagen, und die Frage beantworten. Ich ignoriere meinen Chat halt ungern, da will ich einfach gar nicht. Deshalb kommt sowas für mich nicht in Frage. Oder da was zusammenschnitten ist, dann auch von der Qualität her einfach nicht so toll. Und deshalb mache ich das immer exklusiv. Separat die Aufnahmen und natürlich dann der Schnitt hinterher von den Guides, also Let's Plays, da schneide ich nur Anfang und Ende und gucke, dass ich mich halt, dass ich halt Verspreche einfach drin lasse, ist mir egal, ne? Das ist dann soweit ungeschnitten, das könnt ihr alles dann hinterher so sehen, da wird halt nur das Ende so ein bisschen zurechtgefriemelt, der Anfang, Musik kommt runter und das war's, mehr Bearbeitung ist es nicht, also sehr pflegeleicht, nur Thumbnail noch machen, ein bisschen Text und dann gib ihn. Guide gucke ich mir auf jeden Fall einmal komplett nochmal an und schneide ihn zurecht, ne, dass er passend ist. Versuche natürlich, ihn weiter zu kürzen, soweit es geht. Und ja, ne, das mache ich jetzt hier nicht. Und deswegen ist das immer schöner zu machen. Es ist auf jeden Fall mehr Freude, weil man weiß, die Nachbearbeitung ist halt so gut wie nicht vorhanden. Was ist das? Kennen Sie Bobo? Okay. Also hier ist immer was los auf den Märkten. Wir müssen nur ins Lager, wir müssen hier nichts kaufen. Wir haben ja schon bestellt, ne, das ist jetzt nur im Lager.
Das müssen wir hier nur einmal abholen. So, habe ich es eigentlich verglichen, ob die woanders noch billiger war? Nee, ne? Ich habe einfach so gekauft. Naja, hoffen wir mal, das wäre preiswert. Ich sag mal so für 100.000. Früher hat man einen Botkauf gehabt von 90.000, glaube ich. Da stehen wir. So viele Fahrzeuge, ja, Wahnsinn. Und es passt also mit 100.000. So, muss man eben nur mein Wegpunkt, hier My Territory, wieder festlegen. Dann fliegen wir zurück. Da kann man links unten machen. Ich habe den, glaube ich, gerade nicht gesehen, weil mein Gesicht da ist. Aber links unten auf der Karte könnt ihr hin und her klicken. Dann könnt ihr es nochmal besser auswählen. Ja, manche haben schon gesagt, ob die Spiele abgenommen haben, weil hier weniger los ist. Naja, nein. Ich glaube nicht, dass die Spiele abgenommen haben. Also vielleicht haben sie abgenommen, aber also vom Gewicht vielleicht auch nicht. Egal, ich verlaufe mich jetzt hier wieder. Nein, also sie werden nicht weniger geworden sein, sondern man muss bedenken, Haven ist der Startplanet. Hier will man nicht bleiben. Ich werd hier teilweise mit dem Hauptaccount so ein bisschen bleiben und vielleicht auch mit dem Account, weil wir hier vielleicht noch unser altes Dojo wieder aufbauen wollen später. Aber wir werden, es ist halt logistisch zu unpraktisch, wir werden auf einen anderen Planeten auch erstmal gehen und hinterher immer wieder hier hinkommen. Ich bin echt überlegen gerade, ob wir wirklich gar nicht auf Elliot mit dem Zeit-Account hier gehen, sondern wirklich mal nach Meddes reisen. Einfach mal. Meddes ist jetzt nicht so schön, ist sehr karg, der Planet. TARDIS wiederum hätte so einen riesigen Krater, der mittlerweile mit Wasser gefüllt ist. Nicht Krater, Schlucht. Canyon, glaube ich, bessere Wort dafür. Wie gesagt, mittlerweile ist er mit Wasser gefüllt. Früher war da einfach nur Sand unten drunter. Wäre halt vielleicht auch interessant, dahin zu fliegen. Weil die Entfernung ist ungefähr gleich. Nur die Materialien sind halt anders. Also wir hätten dann halt Soda auf TARDIS. TARDIS und Meddes hätten was anderes. Aber Meddes hätte ich irgendwie schon mehr Bock, weil, wie gesagt, Meddes, da waren wir halt sehr lange früher mit unseren Hauptaccounts. Ne? Ich kenne Meddes halt so gut, auch wenn der nicht so hübsch ist. Aber wir können mal gucken, was wir da entdecken. Und vielleicht machen wir unsere Hauptbasis dann in Meddes. Das heißt, Raumschiff bauen steht dann auf dem Programm erstmal, was ein bisschen was tragen kann. Was natürlich die Atmosphäre locker verlassen sollte. Auf Meddes haben wir weniger Anziehungskraft, da ist es nicht so schlimm. Da kann man aber später auch schlechter Raumschiffe bauen, wenn man halt, ja, danach geht, nach dem Testflug, sag ich mal so. Weil da fliegt alles super leicht, weil halbe Anziehungskraft nur. Sieht halt sonst ein bisschen anders aus. Schön ist, da kriegen wir dann Materialien, die zum Beispiel unser Hauptaccount nicht haben, können dann so ein bisschen tauschen hinterher, wenn wir das halt integrieren beides. Das ist, glaube ich, schon ziemlich nice. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich glaube, das ist für euch vor allem interessanter, weil jeder wird nach Elliot gehen, das machen wir erstmal mal nicht. Aber ob es die Hauptbase wird oder erstmal so eine Nebenbase, ich weiß noch nicht. Weil man muss überlegen, zurückreisen, immer eine Stunde. Da ist, das kann ich auch nicht regelmäßig machen. Wir sind dann eine ganze Weile erstmal auf Meddes. Und dann nicht hier. Und die ganze Fabrik mitnehmen, das ist auch ein bisschen Tonnage. Ah, muss man halt gucken. Ne? Muss man halt gucken, wie man es macht. Muss ich mal ein bisschen noch drüber schlafen, um ein bisschen Gedanken zu machen. Ich habe die Kette an. So. Aber, damit es nicht noch länger wird, machen wir erstmal hier Folgendes. Ah, ich habe noch eine S-Behälter, hätte ich noch kaufen können, ne? Das ist jetzt doof. Ach, wisst ihr was? Wir machen es so. Ich werde auch mal die Sachen hier in den verknüpften Behälter reinschmeißen. Dann kann ich die Kette wieder anmachen. Ich mache einfach einen XS-Behälter, tue ich dran. Denn da machen wir halt nur 1000 Liter an Plastik, Kunststoff, Polycarbonat, so heißt es. So, auch du kriegst wieder die Verbindung von unserem Hauptbehälter, weil der braucht nämlich mehrere Sachen dafür gleich und du spuckst das bitte da rein. Dann können wir auch direkt sagen hier Lager Kunststoff. Die Kunststoffe heißen alle anders in der Tierstufe. Also Polycarbonat ist, glaube ich, Tier 1. Dann gibt es noch Polycalcit, glaube ich, hinterher und so weiter. Und auch hier gilt wieder, wir müssen was in die Schematikbank reintun. Da tue ich mal 100 rein. Das ist das gleiche wie die. Also, da müsst ihr keinen großen Kopf machen. Ihr habt aber immer, wenn ihr Schematics herstellt, die Möglichkeit nach Gegenständen zu suchen. Das ist nur, um besser zu finden. Hinterher gewöhnt ihr euch aber dran. Und wir brauchen halt auch hier wieder die Material Schematic. Oh, ich habe schon ein paar hergestellt. Ach komm, ich kann keine gemein rein. Ich bin voll. Und dann haben wir bald wieder eine fertig. Aber das ist uns erstmal egal. So, und dann können wir natürlich, wenn wir die drin haben, können wir hier auswählen. Dann haben wir hier Polymere, Poly.
Carbonat, Kunststoffprodukt. Kohlenstoff brauchen wir dazu. Also das Kohle sozusagen, Kohleerz ist da der Rohstoff. Dann haben wir reinen Kohlenstoff dann daraus durch unser Veredler. Und es fällt ja noch nebenbei reiner Wasserstoff an. Den verarbeiten wir jetzt auch damit. Und dann kriegen wir nämlich Polycarbonat raus. Das ist das Schöne, dass wir ein bisschen Wasserstoff wegbekommen. Den könnte man zur Not aus der Luft einfach so erzeugen. Mit dem Nanocrafter oder halt mit einem Recycler, wenn man eine Maschine haben will für die Vollautomatik. Der braucht keine Schematik für die Erzeugung. Das gleiche gilt auch für Sauerstoff. Und so, das machen wir einmal aufrechthalten, sage ich jetzt mal 1000, weil unser Behälter hat, ich glaube, knapp über 1000. Schauen wir gleich mal. Fängt da auch an zu laufen. In dem Teil können wir auch zum Beispiel Treibstoff herstellen. Ne? Das würde auch gehen. Das ist halt Chemieindustrie, also für chemische Produkte ist es dann gedacht. So, und da passt wie viel rein? 1400 Liter sogar. Ja, komm, lassen wir auf 1000 Liter trotzdem laufen. So, das heißt, wir haben jetzt schon einmal alles grün, der produziert fleißig. Und das brauchen wir, wie gesagt, primär für unseren 3D-Drucker, aber auch für unsere Elektroindustrie, die wir dabei haben. Da weiß ich noch nicht, wo ich hinstellen möchte. Also langsam, ich kann auch da drüben bauen, aber ich habe mir gedacht, ich mache hier so einen kleinen Platz, wo ich dann erstmal die ressourcenverarbeitenden Sachen habe. Dann mache ich mir noch einen anderen Platz hinterher für die anderen Teile. Die Frage ist natürlich, brauchen wir jetzt Elektroindustrie für was? Was stellen wir gerade nochmal her? Wir stellen Metallindustrie her. Hier zum Beispiel Energiesystem, ne? Können wir uns mal Nanocraft nochmal anschauen. Energiesystem. Genau, einfaches Energiesystem. Dafür brauchen wir halt die Legierung, ne? Die hätten wir schon. Und wir brauchen einfache Verbinder. Ich sage mal sehr, sehr gerne, einfaches Energiesystem ist zum Beispiel so vergleichbar wie Hydraulik für die Metallindustrie. Ist immer ein Produkt, was relativ lange braucht. Ne? Im Nanocrafter produzieren wir mal 1 die Minute. Und wenn wir so 25 brauchen, sind es 25 Minuten mit Einzelteilen hier. Ja, gut, braucht eigentlich wie alles lange. Aber wir brauchen dafür dann Verbinder und Aluminium, Eisenlegierung. So, ich will mal eben schauen. Ich glaube, ich habe schon Bock, das hier noch zu bauen. Würde ich mal sagen, wir machen es einfach so, dass ich hier einfach mal noch einen Schnippe. Auch einfach ein bisschen Maximum. Damit es nicht so blöd aussieht, machen wir dann einfach, ich mach's wieder dreifach. Diesmal aber aus Sedumin. Einfach mal eine Säule bis zum Boden oder Innenboden, besser gesagt, noch rein. Damit wir... Ach, ich habe zwei Platz gelassen, ne? Ja, egal. Machen wir ja auch mit zwei Platz. Damit es aussieht, also zumindest steht. So, und ich habe gesagt, es sieht besser aus, wenn wir, ne? So einen kleinen Rand drunter machen. Kleine Umrandung. Hat auf jeden Fall was. Ist zwar ein bisschen dunkel, das Produkt, aber naja, was soll's. Hauptsache, es steht auf irgendwo was drauf. Ne? Ich denke mal, Silizium haben die meisten überschüssig, weil, wenn ihr euch natürlich fragt, wofür braucht man das? Und man braucht zum Beispiel die Glasherstellung. Wenn man Glas herstellt, da geht dann Silizium rein. Natürlich auch bei Leichtbaumetallen zum Beispiel, also bei Elementen für die Flugkraft. Was? Nee, für das Fliegen halt. So, für die Raumschiffe, ne? Aber ganz viel geht halt dafür raus. Es geht auch für Beton geht es zum Beispiel. Hier geht das Quarz auch ganz gut raus, also auch das Silizium. Ist aber natürlich dann auch mit T2 Schematics wieder verbunden, die auch wieder was kosten. Können wir halt auch mal gucken, weil so könnten wir halt unseren Kalkstein verarbeiten, den wir hier teilweise bekommen können. Und eventuell ist das Beton ein bisschen was wert auf dem Markt, aber vielleicht wird es auch noch keiner kaufen, weil es zu teuer ist. Also ich habe es nur einmal drin gesehen für 100 Quantas pro Liter. Müsste man mal schauen, ob es sich lohnt. Muss man noch berechnen. So, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Da ist die kleine Industrie, die Elektroindustrie. Könnt ihr auch übereinander stapeln. Sieht natürlich auch doof aus. Wir haben ja vorhin das gesehen, wie man es machen könnte. Ich würde es bis auf den Boden platzieren. Und die Zwischenteile, die brauchen wiederum keine Schematik. Das ist, die haben mal gesagt, vielleicht überlegen die sich, dass sie doch einbauen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es bleibt so. Ist eigentlich sehr angenehm. Und hier können wir was aussuchen und wir wollen halt das Energiesystem bauen. Und da brauchen wir halt diese Verbinder zum Beispiel dazu. Und da sehen wir hier einfache Verbinder. Ich sehe immer so hektisch nach rechts, gucke immer auf die Uhr, aber auch auf die normale Uhrzeit, weil ich gebe gleich Essen. einmal auf Anwenden. Und jetzt können wir die herstellen. Und da müssen wir halt überlegen, was brauchen wir? Wir brauchen die Legierung für. Moment, habe ich jetzt die linke genommen dafür? Okay, linke genommen, mir egal. Das heißt, wir brauchen die Kiste von der Legierung und die schmeißen wir auf die Maschine. Und die Verbinder sollen irgendwo rein. Wir können theoretisch jetzt in den Hub rein, aber das ist irgendwann voll. Am liebsten, aber ich will nicht wieder die Kiste abzwacken. Wobei, wir können die kleine Kiste nicht. Ich habe noch eine kleine XS-Kiste. Stehe ich die hier neben. So. Und dann können wir die da reinballern. Ja, das sind Kleinteile.
Kann ich da drin alles inspizieren? Ja. Da können wir nämlich mal gucken, dass ein Teil gerade mal 0,8 Liter groß. Ja, also sogar noch unter ein. Und wir müssen mal gucken. Ein Energiesystem habe ich noch drin. Genau, braucht zum Beispiel 4 Stück. Ich habe noch 250 sogar noch da. Ne? 2 Stück. 4 Stück. Und dann müssen wir hinterher wissen, wie viele da insgesamt gebraucht werden. Und jetzt aber auch die Frage, wie lange dauert hier so ein Energiesystem? Theoretisch 1 Minute. Und wie lange dauert das? Das dauert 2 Minuten, um 14 Stück zu bauen. Moment, Energiesystem braucht 14 Stück. Das heißt, wir kriegen immer mehr raus. Da müsste man so ein bisschen gucken, wie viel man einstellt auf Stückzahl oder auf Halde legen möchte. Ich könnte zum Beispiel sagen 250, weil die haben wir nämlich schon da. Stelle ich einfach mal so ein. Dann macht er jetzt 250 Stück da rein. Aber da ich die eh in meinem Behälter habe, kann ich die jetzt hier reinziehen. Dann kriegen wir da auch wieder ein bisschen Platz. Dann sehen wir, so viel Platz nehmen die nicht ein. Und ja, dann wird die Maschine gleich aufhören, nachdem die den einen Batch gemacht hat. Ne? Schon mal ganz praktisch. Ich überlege gerade. Ja gut, das können wir immer noch für Nanocrafter verwenden. Also wir können auch jederzeit natürlich hier hingehen. Wenn wir für Nanocrafter, da sollten wir nämlich nur einen Crafting-Behälter nehmen. Zum Beispiel unseren Hub. Und da tun wir einfach andere Teile reinziehen. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie natürlich zu den einzelnen Behältern mich verlinken oder so, sondern ich ziehe mir dann einfach die Produkte davon rein, dann klaue ich mir ein bisschen Legierung. Ich kann es auch umgekehrt eben machen, dass ich die Legierung, die ich natürlich schon habe, die ich schon vorgebaut habe, dass ich natürlich jetzt hier rein tue, solange ich es natürlich unter 3000 habe. Machen wir hier 2000 rein. 2000? Oh, ich habe eine 100 vergessen. Gut, machen wir nochmal 2000. Eine 0 vergessen. So. Hört ihr nämlich auch bald auf. Jetzt könnte ich natürlich nichts mehr machen im Nanocrafter, außer mit Stahl. Ja. Aber jetzt produzieren die halt nicht weiter durch, machen bald Stopp und wir behalten den Rest dann von dem Zeug dann hier. Eine Metallindustrie wollen wir später Schrauben und sowas machen. Theoretisch ist gleich eine Metallindustrie sogar fertig, aber ich habe ja keine Behälter mehr. So, und jetzt haben wir hier die Sache, dass wir Energiesysteme zum Beispiel herstellen können. Ja. Nur, die können wir nicht in den kleinen Behälter reintun, weil daraus müsste sich nämlich gleich bedienen. Da einfach in das Energiesystem. Ja, der braucht nämlich Legierung und die Verbinder, ne, anwenden. Das heißt, wir holen uns jetzt die Verbinder wieder aus der kleinen Kiste raus für die Maschine. Und wir holen uns nochmal die Legierungen. Jedenfalls nur die Leitung braucht er eigentlich, aber naja, das kann man hinterher noch aufteilen. So, und jetzt die Frage, wo tut er das hin, da ich gerade keinen anderen Behälter habe? Nämlich unseren Hub, dass es in den Hub einfach wieder reintut. Und da sage ich, da muss man halt gucken, wie viel braucht man. Die Industrie unten, die gerade läuft. Die braucht 25. Sie arbeitet 32 Minuten. So. Und der machte 3 Energiesysteme in 3 Minuten. Also in 25 Minuten würde er da 25 hinbekommen. Das heißt, theoretisch können wir noch 25 einstellen. Und dann ist der schneller mit den 25 fertig, als die Maschine braucht. Ich weiß aber, wir brauchen hinterher, glaube ich, über 125. Glaube ich, für große Produkte. Das heißt, ich kann auch auf 150 stellen. Man kann natürlich noch einen größeren sich einstellen, ein größeres aufrechthalten, wenn man mehrere Fließbänder gleichzeitig betreiben möchte. Und dann kann es aber auch sogar sein, dass es vielleicht auch einfach besser ist, nicht höher zu gehen, sondern einfach eine zweite Elektroindustrie zu nehmen, also eine weitere Elektroindustrie zu nehmen und einfach auch das so einzustellen. Ne? Stellt man 2 auf 200 oder so, und dann hat man doppelte Produktion, um halt hinterherzukommen. Da sollte man ein bisschen darauf achten, sobald ihr es vielleicht leisten könnt, könnt ihr es dann halt nochmal erhöhen, die Anzahl, damit die Sachen hinterherkommen. Da könnt ihr die Industrie immer weiter vergrößern. Natürlich, wie das von den Links hinterher passt, muss man eventuell ein bisschen improvisieren. Ne? So, das haben wir aufgestellt. Ich gucke nochmal eben hier in den Behälter. Wir haben mittlerweile schon 2, ja gut, schon eine Stunde um jetzt. Ne? Das heißt, wir haben schon mal 2 jetzt bekommen von den Metallindustrien. Und da können wir jetzt auch weitergehen. Ich sehe gerade, ob ich den Schritt noch mache. Ich habe nur keine Behälter mehr, das heißt doof. ich stelle die erstmal hin, glaube ich. Dass ihr mal seht, wie die ausschauen. Wenn ihr sie noch nicht kennt. Einmal so. Noch immer relativ groß. Was ist denn hier zwischen? Nee. Ich glaube, ich will die hier hinstellen irgendwann, ne? Nee, ich weiß noch nicht, wie ich hinstellen will. Ich bin ja auch übereinander in der Stapel. Ich mach mal hier nebeneinander. Da habe ich jetzt nicht links gedrückt. Moment. So. So, und da könnten wir jetzt zum Beispiel Schrauben und Rohre erstmal bauen. Also die Grundprodukte sozusagen, die man für alles brauchen.
Und dafür würde ich ja nochmal einen XS-Behälter machen. Ja. Und dann würden die da reinkommen, dann haben wir schon mal Schrauben und Rohre in gewissen Zahlen und müssen das auch nicht mehr in der Nanocrafter machen. Aber ich guck mal eben Behälter. Wie gesagt, dafür reichen dann auch, weil die Schrauben, weil das Kleinteile sind, da reicht dann auch der XS-Behälter. Und den können wir jetzt einfach hier noch machen. Dann brauche ich aber noch einen verstärkten Rahmen. NS. Manchmal, ich mache mal 4 Stück. Guck mal, machen wir 5 Stück. Davon habe ich genug, davon nicht. Und davon habe ich keine Legierung mehr, weil ich die weggetan habe. Gut, dafür werde ich aber eine Elektroindustrie bauen, hinter die das kann. Dann machen wir da. Doch, es reicht. 5. Ich bin Mathe-Genie, okay. Ja, hier reicht nicht. Doch, reicht. Wenn die Rahmen da sind, reicht es. Die Rahmen kommen, werden in 10 Minuten fertig und dann brauchen 5 Behälter 30 Minuten. Dann habe ich 5 XS-Behälter und dann nehme ich einen für Schrauben. Man kann das auch nochmal verteilen, weil bei Schrauben ist es auch so, dass nicht alle Maschinen, die Schrauben brauchen, auch Rohre brauchen. Dann verteilt man es nochmal in Rohre und Schrauben und dann kommt man auch mit den Links besser hin. Das kann man auch hier für die Elektroindustrie immer weitermachen, dass man einzelne Teile hat, weil in der Regel geht das dann besser auf, als wenn ich zum Beispiel jetzt hier solche Verbinder drin habe und die Komponenten, die es noch gibt. Dann würde ich halt auch an Maschinen den Link machen, der halt nur eins von beiden braucht. Und dann sind die Links irgendwann mit 10 voll. Dann, wenn ich einen Separatbehälter mal draufstelle und da meine Komponenten reinschmeiße, dann teile ich das nur den Maschinen entsprechend zu. Und da kommen wir auf jeden Fall besser hin. Also so schaut das Ganze aus. Wir haben so ein bisschen Industrie jetzt erweitert. Und ja, ich würde mal sagen, für das Let's Play lassen wir es so sein. Ich werde wieder in der Zwischenzeit so ein bisschen nachproduzieren. Und dann füllen wir noch unsere Produktion weiter auf, denke ich mal hinterher. Ich versuche mal ein paar Behälter zu machen. Und ich glaube, dann versuchen wir mal in der nächsten Folge einen L-Band zu bauen. Und vielleicht habe ich schon soweit alles vorbereitet, dass wir vielleicht ein bisschen Produktion haben, wo wir unsere Erze sozusagen gewinnbringend an den Markt bringen können. Vielleicht sogar auch Erze vom Markt einkaufen können, um dann durch eine Produktion Gewinne zu machen. Dass wir ein bisschen Geld bekommen. Auf Dauer. Würde sich für den Account halt lohnen, weil ich, wie gesagt, nicht jedes Mal spiele. Ich glaube, das machen wir mal. Das setze ich für so ungefähr für den nächsten Teil an. Und ja, mal gucken, ob das erfolgreich wird. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr Fragen habt, einfach ab damit in den Kommentaren. Und ja, würde mich auch freuen natürlich, wenn ihr einfach mal auf unserem Discord auch erscheint. Wenn ihr Fragen habt, kann auch da euch geholfen werden. Da sind auch sehr viele mittlerweile richtig Know-how haben und ja, auch super hilfsbereit sind. Und natürlich auch vielleicht im Voice und so weiter euch da weiterhelfen können. Ansonsten natürlich einfach auch im Stream reinschauen. Vielleicht kann ich dann auch eure Fragen beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder und bauen die Industrie dann noch krasser weiter auf und machen unsere ersten Quantas mit Produktion. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.